Ah, diesmal ohne Fancy-Klamotten, ja. Wer kommt denn hier schon wieder? Könnt ihr mich nicht einfach schlafen lassen? Mein Gott. Verdammt. Nein. Oh. Oh. Lass mir den Tanz meiner Leute zeigen. Warum musst du das so sinnlich sagen? Komm, ich zeig euch meinen Tanz. Oh. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Donny OP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage Blog. Wir gehen direkt hier raus. Obwohl eigentlich hätte ich die Bankgespräche auch so machen können, weil ich habe irgendwie nur so ein paar. Warte mal, das mal kurz checken. Ich habe, glaube ich, irgendwie nur so 3 oder 4, ne? 1, 2, 3, 4, ja. Egal, wenn wir am Ende. Ja, heute geht's mal endlich in der Hauptstory weiter. Boah, ich weiß schon gar nicht mehr, wo es in der Hauptstory geht. Ja, wir kommen endlich mal. Wir haben DLCs, wir haben Sidequests erledigt, wir haben das DLC, die DLC-Route, wir haben die DLCs Ringe abgeschlossen, wir haben alles abgeschlossen bis auf die Hauptstory und die anderen beiden Sidequests, die wir noch offen haben, aber die sind noch Level, weiß nicht, waren die auch 14? Ich wollte erst die Hauptstory machen, ne? Keine Ahnung. Und ja, es geht heute endlich mal weiter, aber bevor es weitergeht, gucken wir uns noch oben hier einige Supports an. Ich habe wieder ein paar freigeschaltet. Ich glaube, da wird jetzt immer so diese Menge an Supports geben, wenn ich jetzt in meiner Arena auch darauf achte, wer gegen wen kämpft, um Supports freizuschalten. Dann fangen wir direkt an, ne? Louis und Ivy. Irgendwie random. Louis. Hi. Louis. そういうわけではありません。元々こういう顔なんです。ein anderer YouTuber hat irgendwie mal Ivys Kopfschmuck als einen Grill irgendwie bezeichnet. Also dieses Gitter, was man auf dem Grill hat. Warum hat sie einen Grill auf ihrem Kopf? Ich muss es sehen. Los. Eine bescheidene Beziehung zwischen einem einfachen Ritter und einer Prinzessin aus einem anderen Land. Jetzt könnte irgendwie, weil nicht voll die Rom-Comedy sein, ne? So, wir haben Linden und Morvier. Los, schau mir zu, wie ich mir mein eigenes Gesicht wegblase mit dieser Magie. Wir machen Popcorn. なんでじゃ、年寄りに優しくしろと習わんかったのか。人に向けてエルサンダーを放つなとは習わなかったのか。年寄りみたいなへりくつを言いよって。
Jeden Support kommt jetzt mit dem Maiskorn. Komm schon, lass uns diese Nascherei erfinden. Wir nennen sie Krachporn. Was? Krachporn? Krachkorn? Oder Kabumkorn? Ne, warte mal. Das mit Boomkorn. Nein. Irgendwann kriege ich schon den Namen. So. Rosado, ich どうして俺がこんなに可愛いか知りたいんでしょ。でもね、理由なんてないんだよね。俺が可愛いのは必然っていうかさ。違うわ。違ったか。あなたが徹夜をしても元気だと聞いた。次の日も全く問題なく過ごせると。ああ、そっちね。確かにそうだよ。 Eine Menge Kaffee. なるほど。 Oh Gott. Kerl? Wir sind traurig, weil einige von diesen Supports werden wir nicht weiter verfolgen. Ne? Einfach nur, weil wir keine Zeit mehr dafür haben. Außer ich setze mich irgendwann dahin und versuche die alle zu grinden mit so Zufallskämpfen auf der Karte gegen Ende des Spiels, keine Ahnung, vielleicht. Und natürlich auch schon wieder unnötig Charaktere drin. Kagetsu und Zalkov. Was mit B? Zelkoba! Teawase ja! Kotowaru. Mo sono kotoba wa kiki akita. Warum geht's überhaupt? その絵を破壊してやろう。何？そなたはいつも何かにふけっていて、絶対に世の相手をせぬ。このままでは世と、そなたは一生仲良くなれん。ならば破壊も辞さぬ。落ち着け。言いたいことは分かった。だが絵を破壊するのは違うだろう。 そんなことをしたら二度と口を聞かない関係になる。武器を下ろすんだ。何を笑っている。いい緊張感じゃ。世もそなたも臨戦態勢。今ゼルコバは世のことを知らない。何だそれな、ハンドブレイン。ディサイコットマ。なしね。なしね。 Ja, der, wenn jemand irgendwie so einen Kreis mit seinen Zeigefinger und einen Daumen macht, andere Leute sollen da reingucken. Ja, irgendwie hat er das gerade gemacht. Gardem, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Auf Englisch sagt man immer Gardem. Wenn du mein Porträt anfasst, dann steche ich dich in deinen Schlaf. Warte mal, ja. Andrea und Wanda. Okay, Pate Löwe und Steiber Wanda. ああ、直属の世話係だった。それがどうかしたのか。俺、同じ聖職者として、あなたのことを尊敬しているんです。聖地リトスでルミエル様に仕えるなんて、聖職者にとって憧れの存在ですので。そうだったのか。 憧れと言われると照れくさいな。バンドルさん、よかったら俺に当時のことをいろいろ教えてくれませんか。それは構わんが、この場で立ち話というのもな。でしたら俺が主催している食事会に来てください。食事会？はい。
食事会といっても気軽なものですのでどうかご安心を。若い信徒が教会に集まり平和を願い神様に歌や舞を捧げるのです。歌に舞、素晴らしいではないか。今は大変な時期ですが娯楽は必要ですのでそれを兼ねています。なるほど、考えているのだな。バンドルさん、来てくださいますか？もちろんだ。そのような素晴らしい会、断るわけにもいくまい。はい、リゲストラップ。ありがとうございます。楽しみにしていますね。Wir rocken die ganze Bude. Das Dach wegfliegt. So, dann haben wir noch Vale und Cedar. Cedar, あなた占いが得意なの？はい、得意ですよ。いえ、得意だったという方が正確ですね。どういうこと？今は得意じゃないの？このところ調子が良くないのです。占いに調子の良し悪しがあるの？もちろんですよ。調子が悪い時に占ってもろくな結果が出ません。そうなんだ。Verstehe übrigens auch nicht die Funktion vom Wahrsagen. Kann man ja Wahrsagen lassen. Kann man einfach irgend so ein random, eine random Aussage, die irgendwie nichts bringt. Gab es schon in, weiß ich nicht, Fire Emblem Awakening oder so. Also irgendwie zwei Charaktere genommen, da war irgendwie so ein Charakter, der einen gesagt hat, wie sehr die Charaktere zueinander passen. Mein Ding hat einfach nur gesagt, sucht euch einen Raum. Verstehe ich aber auch nicht. Das war einfach nur als random, glaube ich. Was?Ja. Oh, das will ich definitiv sehen. Okay. So, da war's. So, dann. Unsere üblichen Routen hier, ne? Ist der Fall jetzt hier irgendwo? Immer wenn ich Lapis sehe, denke ich irgendwie, das ist Rafal, weil ich immer pink sehe. Aber ich werde vielleicht gleich jetzt mit dem Essen, vielleicht kriege ich dann einen Support. Wenn nicht, dann gebe ich dir noch ein paar Steinchen oder so. Oh mein Gott, was wollte ich jetzt nochmal? Brunnen, mein Gott. Dann schmeißen wir wieder unseren Müll da rein, ne? Und dann... Guck mal, was wir dadurch bekommen, ne? Sollte ich vielleicht auch eigentlich auch offscreen machen, ne? Ist jetzt nicht so. Aber ich habe gar keine Ration. Nein. Ich schreibe jetzt immer die ganzen Sachen rein, die ich sowieso nicht mehr, die ich hier von den Dingern bekomme. Sowieso nicht benutzen. Ich habe noch kein Schwert davon, oder? Man hat Küchleinstab. So, dann gehen wir zum Café. Futter mal wieder was. Das war ein sehr komischer Sound. Noch bevor, ja, bevor ich es vergesse, ich vergesse das jetzt mal am Ende des Parts. Wir uns hier unsere, also gar nicht so viele. Noch 100 Dinger bekommen von der Quest mit Veronika. So. So, Rafael. Wir sagen, wir kriegen heute unser Dingen. Ich habe B mit Rafael. Oh, hatte ich schon mit? Ich dachte, ich hatte mit Rafael noch gar nicht. Doch, habe ich schon. Ah, okay. Cool. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass ich Rafael noch nicht hatte. So, dann können wir uns jetzt hier aussuchen, wen, ne?
Was nehmen wir denn hier? Wen nehmen wir denn hier? Ist mir eigentlich egal. Ja, Fram. Aber nee, wen nehme ich jetzt ja gleich alles mit? Ehrlich. Weiß ich gar nicht auswendig. Ich glaube, Ivy nehme ich gleich mit, ne? Ja, Alfred, komm. Damit irgendjemanden hier, der noch nicht. Mission. Zerkopf. Und Zerkopf haben wir gerade gesehen. Keine Ahnung. Etty. Mein Gott. Ist eigentlich egal. So, hier mit Fogado. Ah, oh, perfekt. Fast. Herzhafte Brottorte. Experte. Okay, ich hoffe, wir kriegen dadurch Geschwindigkeit oder so. Obst. Mach irgendwas Geiles daraus. Plus 5 Geschwindigkeit, bitte. So, diesmal hat niemand irgendwas komisches hier. In Sachen Klamotten. So, oh, was? Wenn weiblich zusätzlich. Stärke, Geschicklichkeit, Verteidigung, Magie und Resistenz, das sind alle Werte. Ja. Bis auf Glück. Okay, der war gut. Guck mal, Rosado. Das war ja krass. Auch nur meine weiblichen Charaktere bekommen hat. Oh, das ist ein bisschen lahm. Oder auch nicht. Eine Fähigkeit hat das nicht gegeben, ne? Unser Team zeige ich euch gleich, ne? So, also wir fertig, ne? Das heißt, wir können in der Story weitermachen und gucken, wie es jetzt mal endlich weitergeht, ne? Wir gehen los zur Weltkarte. War schon lange nicht mehr gewesen, ne? Ich habe jetzt nicht noch neue Quests oder so aufgetaucht, ne? Für meine DLC-Karte Phantomwolf. Gefecht in der Dämonenwelt. So, Level 14, Garten der Erinnerung und Verherzschloss. Das sind noch die beiden Nebenquests, die wir haben. Für Marv. So, das ist eine Random Battle. Level 16. Warum sind die also stark? Ja, was überhaupt meine? Hier, ne? Hier müssen wir mit dem Ziel, die Barriere um Ilios zu brechen, sucht die Gruppe nach dem ersten Dämonendrachensiegel. Okay. So, die Story war ja beim letzten Mal. Sombron ist er erwacht, ne? Und er hat dieses komische, ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt. Da rechts sieht auf jeden Fall aus, jetzt müssen wir dahin, ne? Der hat ja dieses komische Land hier aus dem Wasser gezogen, was irgendwie von seinem Reich irgendwie ist. Ich habe vergessen, wie das heißt. Und ja, wir müssen das kaputt machen, weil ich habe keine Ahnung mehr. Aber werde ich ja wohl jetzt sehen, ne? Dann gehen wir mal da rein und gucken, wie es ja weitergeht, ne? In Kapitel 23, die Bluthunde, die 4 Bluthunde, ne? Schon seit langer Zeit da stehen gehabt. Ich habe übrigens mein Team ein bisschen geändert. Einfach nur aus Storygründen. Celestia und Gregory. Ich meine. Ich
この道を行くなら避けられない。いつかは向き合わなくちゃいけないわ。行こう。はい。Na gut, dann komm her. Sepia, Guri, Beil-sama, omachi shite orimashi. So, anata ga kita no ne. Sore nara, ano Beil-sama wa shinda という koto de ii no kashira. Wo waren die überhaupt im letzten Café, ne? Saigo made yudan naranai mon da ze. Masaka kekkan hin no hou ga katsu to wa na. Sono kotoba, tori sagete kudasai.ベイルを悪く言うことは許しません。お前は、おいおい、一体どうなってんだよ。死んだはずだろ。私は指輪の力で紋章師となりました。この世界を救うために。パパを止めに行くわ。二人ともそこをどいて。それはできません。ソンブル様が異界の扉を開かれるまで、この竜門を守るのが私たちの役目。たとえベイル様のご命令でも引けませんわ。ではここで死ぬ覚悟があるのね。あら、私たちを殺すとおっしゃるのですか。悲しいですよ、あなたのこと。かすしてよ、お前は。本当の家族のようにお慕いしておりましたね。その言葉嬉しかったわ。私を騙す嘘だとわかるまで、今の私にとってセピアとグリはパパの従者で、倒すべき敵でしかない。セピアとグリワか、含みがあるな。モーブとマロンは私の騎士よ。マロンの最後のこと聞いたわ。私を助けようとしてくれたって。どうして殺したりしたの。私、あの子にお礼もさよならも言えなかった。マロンは私を裏切ったのだから当然ですわ。あんなに目をかけてやったのだ。わからない。セピアはどうしたかったの。シクが家族だって言うのならどうして壊したの。愛するがゆえですわ。思い通りにならないのならいらないと思って当然でしょう。そんなの違います。それは本当の愛ではない。そうなんですの。本当の愛なんて持っていたことがないので分かりませんわ。理解されずともいいのです。私のことを私だけが理解していればいい。永遠に分かり合えませんわ。私たちは、私はソンブル様のために動きます。千年前からあの方のために尽くして、今さらやめられません。俺もここで寝返るなんてことはしない。たとえ負けても。Ich bin kein rekrutierbarer Charakter, nur mit dir zu wissen. これでさよならだね。戦闘準備をお願い。いいんですか。もうこれ以上話しても益はない。でも見逃せるほど。Also um fair zu bleiben, du hast halt erst gesagt, dass sie sterben müssen. Ich habe das Gefühl, das wird das letzte Mal sein, indem wir die beiden sehen. Gott sei Dank. Weil ich habe die schon in den letzten vier Kapiteln gesehen. Mehr oder weniger. 10 Kapitel vielleicht schon. So. Wir können 14 Charaktere nehmen. Okay. Angst. 14 Charaktere, das heißt, hier kommt, hier passiert eine Menge. Okay, dieser Level sieht so generic aus für Fire Emblem. Für Fire Emblem Spiele. Weil in Fire Emblem gibt es immer irgendwie so eine Lava-Level, so eine obligatorische Lava-Level. Die sieht aus wie jeder einzelne Lava-Level von, das ist wie in Super Mario, wenn irgendwie so Bowsers Festung, also irgendwie. Also ja, ich habe schon gerade was Schönes gesehen. Ihr habt zwei Waffen hier. Nova, äußerst mächtige Magie. Initiiert Anwender in Kampf, greift er zweimal an. Das ist ziemlich broken.
muss man den an. Ja, er hat auch relativ, ne, er hat höhere Geschwindigkeit als Gregory, aber er ist ja auch Level 17 und er hat Stärkung mal 5 und er hat nur Bergier-Harmonie. Ja, ne, wir haben jetzt keine im Leben mehr, ne, von daher können die ja gar nicht mehr so stark sein. Ja, dann haben wir sehr viel mit Georgios, ein legendäres Schwert mit Schmetterkraft, kein Erstfolgang vom Initiieren des Kampfes. Schwert anbrechen sich dazu schon anhand. Okay, sie wird definitiv schwieriger sein. So, ja, ich werde dann wahrscheinlich hier die ganze Zeit stehen bleiben, ne? Weil ich sowieso weiß, die Bosse kommen irgendwann auf mich los, ne? Weil halt alle Bosse in diesem Spiel machen, ne? Okay, da wir jetzt aber 14 Charaktere mitnehmen, heißt das, ich bin jetzt hier zwei Charaktere zu wenig am Start, ne? Also ich muss mir noch jetzt zwei suchen. Was mir ehrlich gesagt passt, ne? Das heißt, ich kann mehr Charaktere leveln, ne? So, was du? Göttin in die Kohle. Das sah nach was vollkommen anders aus. Ich will nicht erwähnen, was. Es sah nach was vollkommen anders aus. So. Ja, natürlich nehme ich all meine Bluthunde, meine vier Wände ja mit. Also Bluthunde auch, wegen Mavier, ne? Aber wir können halt noch andere Charaktere mitnehmen, ne? So, wir nehmen erstmal die Charaktere mit, die ich schon vorbereitet habe. Ich wollte Mavier und Vale mitnehmen. Einfach nur wegen Unterhaltungen mit Zephyr und Gris, ne? Butchron und John kann auch mal. So, jetzt muss ich noch irgendwo zwei andere Charaktere auftreiben, ne? Gute Frage, ne? Mir ist letztens aufgefallen, ich habe keinen Schützen mitgenommen. Ne, ich habe keinen Schützen mitgenommen, ne? So, was haben wir denn hier alles? Ich habe ihr Sigurd wieder gegeben, ne? Ihm Celica. Ironisch, ne? Da kann ich auch mal sehen, wie die so vom Design ja irgendwie aussehen, ja? So im direkten Vergleich. So, meine Aufgabe wird sein, all die wichtigen Charaktere mal einmal gegen die ganzen Charaktere da kämpfen zu lassen. Einfach nur, um irgendwie Interaktion zu sehen. Und da sind eine Menge Charaktere, ne? Also, ja. Wir müssen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Charaktere. Aber wir werden ja wohl so irgendwie alle mal einmal zum Zug kommen, ne? Ich habe schon für gewiss wird irgendwie eher sterben. So, warte mal, irgendeiner fehlt noch. Ja. Amber. Gott. Jetzt muss ich mir noch zwei andere Charaktere suchen. Wir haben schon lange Zedal nicht mitgenommen, ne? Ich würde sagen, nehmen wir ihn mal mit, ne? Aus einem Tanzen. Ich will jetzt auch nicht unbedingt Dingens hier. Ich habe jetzt natürlich noch offensichtlich Raum für andere Charaktere, ne? Aber ich will jetzt auch nicht hier mit all meinen DLC-Charakteren hier reingehen. Damit das ja irgendwie noch einfacher, ne? Aber da ich als Zedal hier benutze, mit Zedal erwarte ich jetzt hier nicht, dass er jetzt irgendwie, weil nicht sehr viel kampfmäßig reißen wird, ne? Wir werden ihn nur zum Tanzen benutzen, das heißt, es ist eigentlich vollkommen egal, was wir ihm geben, ne? Dann kommen sie in Vorgang aus, wenn sie leider. So, was sind die schon von Anfang an? Hat schon von Anfang an aktiv oder nur wenn die verbunden sind? Ich tue ihn jetzt eigentlich nur für die Werte jetzt irgendwie was geben, ne? Den Kampf schließlich der Magie. Ich habe keine Ahnung. So, ich werde definitiv keine Helden oder so irgendwie abschwören, ne? Ich gebe ihn jetzt einfach irgendjemanden, weil ist auch egal, ne? Am besten wäre jemand mit Geschwindigkeit und Glück, so für mehr ausweichen. Also defensive Sachen bräuchte ich. Verteidigung und Glück.
Aber sie hat auch dieses Jahr. Ne, wo ist es? Ja, das wird schon wieder gecheatet an, ne? Sie hat bessere Wachstumswerte. Geben wir ihn einfach weiter. Wir werden mit ihm nicht viel angreifen, von daher macht das jetzt nicht so einen Unterschied, was wir ihn geben, ne? Dann würde ich sagen, wir nehmen noch eine mehr unterstützende Einheit hier, ne? So, Ivy. Sie ist noch Level 10. Sie ist, glaube ich, der einzige Charakter, der noch auf Level 10 ist, ne? Dann nehmen wir sie auch rein, aber sie wird mehr so als Heiler fungieren, würde ich sagen, dann, ne? Ja, guck mal hier. So, die Tatsache, dass ich hier 14 Charaktere habe zur Verfügung. Ich habe eine Menge Heilstäbe, ne? Aber lass mich trotzdem mal ein paar kaufen hier. Ja, dann ein für den Vorrat noch. Meine Heilstäbe werde ich sowieso irgendwann immer brauchen, ne? Na, ist egal. Weil ich die kaufe. So, dann geben wir ihr noch. Obwohl Waffen hat sie eigentlich, ne? Hat sie eigentlich alles, ne? Dann geben wir ihr noch, weiß nicht. Geben wir ihr ein Vorrativ. Erneuerung. Sind hier irgendwie Startstäbe? Ich habe gar nicht drauf geachtet. So, die pflegenden Eigenheiten, die werden wir nervig sein, sehe ich jetzt schon. Okay, gar keine, doch hier. Erholung. Borativ, Borativ. Und gar keine Status. Okay, gut. Gut. So, so, sie macht mir ein bisschen Angst mit diesem Schwert, weil sie wird ja nie im Leben als erste angreifen, ne? So, bei ihm warum war eigentlich nur Magieverteidigung, wie blöde. Chris war ja nie so richtig so stark, ne? Okay. Was hat er für eine Resistenz? Das ist ja unnormal. So, okay. Ja, im Leben. Mein Gott. Sie braucht noch ein im Leben. Für ja wahrscheinlich auch irgendwie so was. Na, Camilla. Oder das? Ja, suche mit den beiden Charakter nicht so viel anzugreifen, einfach nur weil die schon ja, mit DLC Ring noch reinzugehen hat, ist schon ein bisschen, weiß nicht, aber wenn schon, denn schon, ne? So, ich werde mit Zelda höchstwahrscheinlich nicht angreifen, aber lass mal noch gucken hier so für Schriftrollen und so mal das hier und das hier kannst du sogar benutzen, stimmt. Okay. Wir nehmen mehr Charakter als Ringe. Gibt's nicht. So, mein Plan ist jetzt eigentlich hier nur zu chillen. Ne? Hier gibt's keine Thron oder irgendwie sowas, ne? Außer das ist genauso wie bei Sorens Sidequest, wo die Lava sich irgendwie ausbreitet, ne? Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich ja eigentlich nur chillen, weil ich weiß, die kommen sowieso irgendwann auf mich zugerannt. Und ich muss die dann definitiv voneinander trennen, ne? Zephyr muss ich dann trennen von Gris. Sie kann sich so schnell, sie kann sich unglaublich weit bewegen. Das heißt, irgendwann wird er außer ihrer Reichweite sein. Was halt irgendwie voll einfach ist. So. Versuch meine DLC-Charaktere auch nicht so oft zu benutzen. Einfach nur, weil die schon so hoch gelevelt sind.
vielmehr soweit nicht so Pandreo und wen auch immer ich hier alles habt, sind alle hier auf der Seite. So, boah, ich würde am liebsten den ja schon im ersten Zug wegpusten. Krieg ich doch bestimmt hin, ne? Wer hat sie gehört? Celestia, ne? Dann machen wir Folgendes, ne? Sie wird ja wohl eben bestimmt erledigt kriegen, ne? Resistenz 25. Aber die haben ja... Okay, wird sie auf jeden Fall treffen. Das heißt, wir gehen hier rein, hauen den kaputt, ne? Dann holen wir Sedal. Wo ist er? Wo ist er? Hier. Genau, dann machen wir so, ne? Wir gehen hier mal mit Voron rein. Tanzen für sie. Dann macht sie nochmal Voron, bewegt sich aus dem Weg und dann kümmert sich jemand anders um das Teil, ne? Vielleicht sie. Drei. So einige Leute mit drei Reichweite. Aber wird schon reichen, ne? So, hier haben wir Schwertkämpfer und Kriegerschwerter. Hier haben wir noch einen Magier, den kann man locker anlocken mit irgendjemanden, am besten mit John, ne? Resistent 38, 4 Schaden, ja, das überlebe ich. Ich weiß noch nicht, wie viel Schaden er macht. 10. Okay. So, um die Schwertkämpfer kümmert sich wahrscheinlich Madeleine. Wir packen dich mal hier hin. Ja, Madeleine wird sich um die Schwertkämpfer kümmern, ne? Geht sie hier hin, blockt die alle ab. Und da wäre dann schon der erste Zug, ne? Ich werde die wahrscheinlich alle hier so irgendwie hinpacken, werde mich irgendwie hier so verschanzen, wenn ich Glück habe. Ja, so funktioniert, ne? So, oh, er kann. Aber John hat eine Menge Verteidigung. 40, aber. Aber John hat eine Menge Verteidigung, ne? Hat aber auch relativ wenig. Hm. Wo ist Ike? Hier. Ach, sie hat Ike. Wird schon irgendwie klappen. So, solange ich hier nicht gestresst werde in diesem Kapitel, wird das schon mal. Ich habe so ein Gefühl, ich bin sowieso schon stark. Stark sind die Gegner, ja. 16, Level 14, ja. Okay, Level 11, aber... Silberdurch, Silbergroßachs, irgendwie sind hier gefährlichere Gegner. Habe ich irgendjemand mit Verteidigung in der Menge? Nö. Da sind doch Schwertkämpfer, von daher lass mal sie hier hinpacken. Die Schwertkämpfer, die kann ja irgendwie an jemand anders, ne? Ja, oder so, keine Ahnung. Kann ich den mit drei Reichweite erledigen? Mit irgendjemanden? Da habe ich auch noch keinen Schützen mitgenommen. Boah. So, hier habe ich auch keinen Elfendonner. Okay, wird schon passen. Ne. Okay, die habe ich Donner gegeben. Okay, passt schon so. Wird schon irgendwie passen so. 14 Charaktere nehme ich. Dann laden wir mal los. Ich habe alle Emblem gegeben, ne? Ja. Okay. Na, dann mal los. Lumon を破壊するためには、剣族となっているセピアとグリを倒さないといけないわ. Alles klar. Oh. Hey. あの2人が撃ったのに。Boah.
Mir hat Schweden in einer Sekunde alles hier schon wieder kaputt gemacht hat. Das Drachensiegel zerstören muss die hygienischen Kommandanten Zephyr und Chris bezwingen. Zephyr und Chris nutzen die Kraft des Siegels, um zerstörerische Vulkanbomben abzufeuern. Klar, zerschlagen ihnen gewissen Zeitabschnitten Vulkanbomben ein. Bomben zerschmettern Felsbrocken und fügen deinen Verbündeten erheblichen Schaden zu, wenn sie treffen. Ende Warnung zeigt an, wo die Bomben landen, also ist mehr oder weniger. Hatten wir nicht schon in irgendein. Cool, ich bin jetzt hier voll offen. Da finde ich sehr nett. Hätte gerne früher gewusst. Eine Menge Leute haben jetzt hier 5 Dinger bekommen. So, wir machen erstmal das hier. Wie viel Schaden macht das? So, wir machen die Strategie, ne? Versucht den nicht zu töten. Aber ich habe irgendwie Heiler überhaupt eingesetzt. Nur Vale ist ja als Heiler. Ja, habe ich irgendwie nicht gedacht. Ja, ich habe Vale Mikaya gegeben, ne? So. Ich greife erstmal hier mit an. Vale wird ja wohl genug Schaden machen. Ich weiß übrigens nicht, ob Kraftimpuls Magieangriffe hier stärkt. Ich glaube nämlich nicht. So, dann. Aber du hast einen Pfleger, sehr gut. So, dann. Wir mal tanzen. Let's dance. Put on some red shoes and dance now. So. Déjà vu. So. So, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch genug war. Nein, das ist glaube ich nicht genug. Das gibt es jetzt wieder nicht. Boah, willst du mich auf den Arm nehmen gerade? Das ist ein. Das gibt's jetzt schon wieder nicht. Auch ein AP. Ein AP. Ja, dafür wäre ich jetzt nicht ein Dings hier. Dafür wäre ich jetzt nicht ein blödes Ding hier verschwenden, ey. Boah. Aber ich weiß, wie man das löst. Also. So, machen wir noch mal. Gibt eine ganz einfache Lösung für. Und zwar müssen wir einfach nur Vale dahin positionieren. Boah, ich hab ein AP. Gibt's einfach nicht von. So, noch mal ganz bitte. Ja, ich habe extra hier nichts geändert, weil damit finde ich mich ab. So. Wir machen jetzt erstmal den hier, ne? Was gibt Mama hier bitte? So, jetzt natürlich auch. So, mein Plan war jetzt eigentlich, sie da zu lassen, dann hätte sie hier geheilt, ne? Hätte sie da hier in. Ich wollte sie da stehen lassen, ne? Dann wollte ich sie hier hin platzieren, weil sie hatte diesen Bonus hier mit diesem. Ich gebe dir mehr Schaden, wenn ich in der Nähe stehe, ne? Hätte sie da hierhin bewegt, er hat getanzt, er hat sie nochmal angegriffen, hätte sich wegbewegt und dann wäre sie hier hingegangen und dabei, da Vale ja hier stehen würde, würde sie mehr Schaden machen, das heißt, wir hätten die erledigt. Aber so geht es natürlich auch. Mein Gott, ey. So, Silbergroßaxt.
2 und 4 22. Okay, was ist das für, was ist das hier schwer für die Reichweite? Was trifft mich hier? Warum ist ja rot? Ich verstehe nicht. Wir machen das Spiel jetzt irgendwie in letzter Zeit öfter. Ach, das hier. Purgativ. Einfriert. Boah. 38. Ja, okay, ist glaube ich. Ja, ich muss sie hier platzieren. Was? Silber durch. Hashcuts. Vergiftet getroffene Gegner. Okay, ich dachte, das ist irgendwie Panzerbrecher oder so. 31. Da macht alles gar keinen Schaden gegen sie. So. Okay. Ja, okay. Könnt ihr ruhig sie einfrieren, wenn ihr wollt. Ja, könnt sie ruhig einfrieren, wenn ihr wollt, ne? Sie wird das hier locker überleben. Ich habe ihr nur so ein normales Tomahawk gegeben, ne? Ich habe jemand anders, glaube ich, hat Tomahawk gegeben. So. Hier zum Beispiel. Ich kann da jemanden anlocken, und zwar ihn hier. Er hat ein 40 Tomahawk. 23, 16. Oh. Mal her. Pack sie dahin. Tanze ich mal für sie, weil die schon Dings haben. Aber ich kann auch Protection einsetzen. Aber brauche ich nicht. Der Wischtanz. Ah, es ist aber schon jemand in Reichweite von einfrieren. Egal. So, Drachenader, verdammt. So, dann diese äußerst unfreundliche Situation, den die mich hier gepackt haben. So, hier muss ich mich nach hinten bewegen. Habt ihr wieder gleiche Reichweite? Was haben wir denn hier? Bolganon und Silberschwert. Komm mal hier hin. Gegen ihn würdest du keinen Schaden machen, ne? Also. Na. Nee, war ich. So. Machen wir uns hier mal aus dem Staub. Und ja. Show me what you've got. Oh, Penfier, ne? So. Ah, oh, die kommen ja, Gott sei Dank. Jetzt nicht einfrieren eingesetzt. Aber guck ich mal den seinen Bolganon ein, guckst mal mein Feuer ein. Das ist irgendwie 5 Stufen über was ich habe, ne? Ich mache den Schaden und der macht mir keinen Schaden. Okay. Oh Gott, ich mache noch halb so viel Schaden wie der. Geht denn das schon wieder? So. Wieso habe ich gerade nicht diese ganzen Dinger gesehen, ne? Blöden Startstäbe. Und auch gerade gesagt, da brauche ich Dings, brauche ich wie heißt es ja? Erholung? Nö. Hier ist nix. Oh nein, der wird mich jetzt da rausboxen. Oh.
gar nicht dran gedacht. Okay, den muss ich erledigen. Ich werde es tun, indem ich auf euch durch auf euch zulöse. Okay, ich wollte schon sagen. Ah, werden die alle auf mich zielen jetzt die ganze Zeit, den ganzen Kampf über? Boah. Ah. Aber er hat sich nichts bewegt, finde ich gerade gut. So, ihn habe ich das legendäre Lenzchen gegeben, ne? So. Warum macht das nur 36? So, solange ich aber immer außer der Reichweite von dem bin, ist ja okay, ne? So. Hey, dieser Typ da hinten sieht irgendwie aus wie ich. Was ist das für ein Zufall? So, du machst ihn platt hier, bitte. Ha, ich habe eine Chance daneben zu hauen. Ja, sehr gut. Okay, warum mache ich so wenig Schaden? Okay. Warum sind die Schwertmeister so tanky? Das ist irgendwie gar nicht, was Schwertmeister eigentlich sein sollten. So, ah, du hast die coole Lanze. Sagen wir mal Folgendes: Wir machen einmal den, ja. So, ja, gefällt mir schon besser. So. Hm, Kraftimpuls. Ach so, ja, ich habe ihm die Fähigkeit gegeben. Stimmt. So, oh, und Geschicklichkeitsdieb, sehr gut. So, was für eine Fernkampfwaffe? Ja, mach mal. So, ich habe glaube ich hier ein Problem. Also du machst ihn jetzt platt. Keine Crit-Chance. Sehr gut. Sehr gut. Kann es eigentlich noch knapper sein? So wird nicht, wenn einer von denen daneben auch würde, ne? Wir schon alles wieder im Bach unter. So, boxen wir mal. Hast du eine Feuerlanze? Bist du der Einzige, der mich treffen kann? Irgendwie. Irgendwie tust nur du mich, ne? Lass mal hier hingehen. Ne? Nur du triffst mich, ne? Ja. Machen wir ihm platt. Du machst ihn im nächsten Zug platt. Also, vielleicht nicht platt, aber Schaden. Schaden machst du. Ja.
So, jetzt die Situation, ja. Es muss natürlich wieder nervig kommen, ne? Und ich kann sie nicht bewegen. Oh mein Gott. Ich kann sie nicht da wegbewegen. Er wird ja nicht one-shotten, ne? Weil sonst weiß ich nicht, was ich machen soll. Blödes Gottverdammtes. So, warum tust du eigentlich mit Elfenwind nichts töten? Ich tue dauernd mit ihr irgendwie gucken, ob ich irgendwas mit Elfenwind hier töten kann. Sie kriegt nichts dafür getötet. Das soll gegen fliegende Einheiten nützlich sein, Mann. 29 Geschwindigkeit mit einer Eisen, mit einer Stahllanze, mit einer Silberlanze. So, boah. Ich merke gerade, ich komme ja gar nicht raus. Und sie werden einfach alle an sie vorbeilaufen. Das ist das. Boah. Hat so viel. Kannst du den auch platt machen? Ist nicht so langsam. Bin mir ziemlich sicher, sie überlebt hat. Ne? Also. Ich weiß noch nicht, wie viel Schaden diese Dinger hier machen. Ne? Wenn jetzt mehr als 50 Schaden machen, dann sind wir tot. Ich weiß noch nicht, wie viel Schaden das jetzt sein wird. Diese blöden Stab Reichweite, die tut mich voll verwirren. Dann erreicht okay. Verteidigung 21. Wie viel du hast, ne? Okay, 38 mal 2, das sind 17. Ja, mal 2. Aber der wird wahrscheinlich eher. Oh mein Gott. Ich krieg den noch nicht mal getroffen an. Ich werde sie nicht treffen, ne? Ich werde den nicht treffen. Pass auf. Okay. Alter. So, Verteidigung werde ich brauchen. So, ich nehme jetzt mal sehr stark an, er wird lieber auf sie. Mit einfrieren losgehen, ne? Ich kann natürlich auch jemand anderen platzieren, aber ich habe gar nicht mehr. 24. So, wenn ich alle da wegpacke, ne? Dann okay, machen wir so. Ein, zwei, drei. Gleich zählen, Mann. Ah. Sind noch 35 HP, sehe ich gerade. So. Es kommt alles irgendwie mehr oder weniger darauf an, wie viel Schaden die alle machen. So, ich mache ganz eindeutig den, ja, ne? So.
mehr kann ich ja gerade nicht machen, muss ich sagen. Zwei Erfahrungspunkte. So, bitte mach nicht zu viel Schaden. Kein Schaden. Okay. Ich dachte, er würde irgendwie einen festen Schaden machen oder so. Gerd heißt, das Ding macht weniger Schaden als die Verteidigung hat. Naja, also irgendwann mit 40. Okay. Wie habe ich das nicht gesehen? Ach, weil die das Ding kaputt gemacht haben, genau. Oh. Muss ich sagen, warum kann er ihn erreichen? Und die haben ja ein blödes Ding kaputt gemacht. Oh. So, jetzt geht's ja. Oh Gott, diese Crit-Chance schon wieder. Aber warte mal, du tust jetzt niemanden festhalten. Das ist gut. Das heißt, ich kann sie wieder bewegen im nächsten Zug. Ja, irgendwie habe ich ja Querbein ein bisschen verschwindet. Noch vielleicht hat sie halt überlebt, weil sie ein paar Verteidigungsbonus von Eid bekommen hat. Ich weiß es nicht. Aber okay. Ja, jetzt aber gerne, ne? Ich bleib genau da stehen. Und jetzt mache ich euch alle platt. Haben wir diesmal nicht gefeuert? Okay. Okay. Ingram. So, diesmal haben sie nicht irgendwie versucht zu ballern, ne? Ich glaube nicht. Okay, der hat sich nicht bewegt, finde ich gut. So, ich pack dich mal hier hin. So, für den Fall, dass du dich triffst, muss ich dich hier in Reichweite holen für meinen Heiler. Aber sieht gut aus. Gut, der Drache, der uns hier die ganze Zeit festgehalten hat, ist großzügigerweise zu uns gekommen. Anstatt irgendjemanden einzufrieren. Bin ich gut. So. Und ich werfe meine Tomahawk auf dich. Boom. Boom. Sehr gut. Sehr gut. Ehrlich gesagt, sehr gut, weil Verteidigung hat er ja schon maximiert. Ne? Also das war ein perfektes Level-Up für seine Verhältnisse. So. Und weißt du was? Den da oben kannst du ja auch noch holen. Yay. Ja. Ich meine, zählt aber auch keine Werte. Das ist halt gut an Tänzern, die brauchen nicht irgendwie gute Werte. Auch nicht viele Sachen, um irgendwie brauchbar zu sein. Wollen eigentlich nur ein paar KP, damit wir ein paar Stege ja aushalten. Geschwindigkeit, Glück zum Ausweichen. Verteidigung vielleicht. So, kannst du ihn vielleicht nur ankratzen einmal kurz? Nee, ne? Oh, jetzt bist du super stark, ist klar. So, okay, ich muss hier eindeutig die Leute alle kaputt hauen. Wo ist mein Tänzer? Hier. Yeah. Also mit Tänzer meine ich bei Lev, ne? Okay. 21, 31. Euch muss ich erledigen. Nein, danke. Nicht ein Rittertod oder irgendwie sowas. Du hast nur eine Silberlanze. Wie mache ich das hier? Guck mal, er kann doch nicht mal.
Er kann doch nicht mal einen Typen mit einer Großaxt hier doppeln. Ja. So langsam ist er. So, ihn ja mit der Eisenlanze hinzuschicken, wäre glaube ich nicht so eine schlechte Idee, ne? Mehr ausweichen. So, ihn kriege ich leider nicht down. Ach. So, ich werde wohl nicht drum rumkommen, jemanden hier den Kerl abzustauben, ne? Ich könnte hier für die Truppe tanzen. Ich könnte Celestia vielleicht rechts da aushelfen. Lass mal gucken. Wenn ich sie so platziere, dann kann ich für die drei tanzen. Ne? Wenn ich hier sie platziere, dann kann sie mit Sigurd gleich dahin düsen. Ah, gucken wir mal erst, ne? Ich den Typen hier down mit der geballten Kraft von Pandreon. Ne. Alles, was ich machen muss, ist ja eigentlich hier nur abblocken, ne? Das glaube ich eine Axt, ne? Oder hast du eine Lanze? Du hast eine Lanze, ne? Ja. Ich muss ja eigentlich nur hier alles abblocken, ne? Und die kann ja nicht alle. Doch, er kann. Er kann von. So, hält. Ich kann nur den machen. Warte mal, du hast doch ein Anti, ja. Mach mal den, ja. Damit John sich den Kill holen kann. Okay, ich hab's ja nur. So. Sind noch zwei Leute da übrig. Selbst wenn du zweimal kritisch, du willst sie nicht töten, ne? Frage ist, wirst du danach genug Schaden machen, um ihn zu töten? Nein. Aber dann habe ich ja noch mal auf hier, ja, ne? Machen wir mal hier als erstes, ne? So, ein Crit kannst du vielleicht mal reinhauen. Ich weiß, du liebst Crit. Nein, diesmal nicht. Cool. So. Sind aber relativ sicher, würde ich sagen. Auch machen könnte es sind 23, machst du 16 Schaden? Nee, ne? Doch. Ja, dann hier Feuerlanze. Ich finde das so lahm, dass die irgendwie ihre Lanze nach oben strecken und da kommt ein Feuerball rausgeschossen. Warum nicht irgendwie die Lanze so nach vorne stoßen und dann irgendwie so ein Feuerball da rausschießen, dann wäre irgendwie viel cooler gewesen. Entschuldigung, hat Andrea 50 HP?
Ach, wegen Corin, ne? Wegen Corin hat er so viel. Ich habe mich schon gewundert, warum hat der Typ so viel KP? Der sollte eigentlich nicht so viel AP haben. Da braucht jemand Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Ja, aber sie kriegt ja keine Punkte dadurch. Nein, es gibt ja nichts an Erfahrungspunkte leider. Auch sehr Supports. Nichts an Erfahrungspunkte dadurch, ne? Ne. So, bei einem Erfahrungspunkt ist das schon wieder Verschwendung. Ne? Normalerweise sollte man jeden Kratzer mal heilen, aber wenn man so wenig nur bekommt, dann ist das Verschwendung. So, hast du noch? Du hast Heilung, ja. So, was geht? Oh nein. Mein Schwert fallen gelassen. Kann es mir jemand aufheben, bitte? Okay. Warum geht er dann links? So, ich sehe jetzt schon die Herausforderungen in diesem Kapitel. Ich mache mir all die Dinger hier kaputt, damit ich mich hier nicht bewegen kann. Damit die Leute mich hier erreichen können. Ne? Ich habe schon durchschaut, alle. So, hier einmal ein. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, passiert das am Ende oder am Anfang der Gegnerphase? Am Anfang der Gegnerphase, ne? Das heißt, ich muss immer schon vorausdenken. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier wäre ich eigentlich nur sicher. Okay. Ich will den am besten hier brechen. Ich habe keinen Axtkämpfer hier außer Rafael. Und der kriegt das vielleicht. Nee, tut er nicht. Oh, ehrlich? Boah. Da machen wir habe ich einmal kurz boxen. Entschuldigung, was? Okay. Ach, du bist so ein Heiler getan, ey. So wie Mauvier. Sagen, man macht halt viel Schaden. Königsritter. Dumm. Ich hätte eigentlich mehr so meine Hauptcharaktere mitnehmen sollen, so hier Diamant, Lissidia, falsches Fire Emblem, Timera und so, ne? Ich kann eigentlich auch boxen, ne? Aber ich kann Elfenflut einsetzen, genau, Elfenflut trifft immer. Sean ist irgendwie einer der einzigen Magier, die Elfenblut einsetzen können, den Nahkampfmagie, weil er genug Verteidigung hat. So, sind das für Werte? Ist schon einige Sachen maximiert oder was ist hier los? Ich dachte eigentlich, sie hat Momente. So, dann bereiten wir uns hier auf die Situation vor, ne?
So, du dürftest mich eigentlich nicht erreichen, ne? Du hast auch nicht Momente, stimmt. Na, bewegen wir uns hier hin schon mal. Ich weiß, diese Typen werden sich ja leicht bewegen, wahrscheinlich, ne? Ich würde mich irgendwie sicherer fühlen, wenn die ganzen Leute alle da hängen. Wenn die alle da bleiben, ne? In der Mitte. Da hier hin, oder? Hier hin. Dann will ich für dich tanzen. Bunchka. Und dann will ich dich heilen. Perfekt. Was? Oh ja, ich nehme an, er ist noch unterlevelt, ne? So, also bei alle in der goldenen Mitte, da fühle ich mich schon ein ganz kleines bisschen sicherer, würde ich sagen. Mein Tänzer kommt hier auch in der Mitte, damit sie in Reichweite für jeden ist, ja, zum Tanzen. Der sollte mich eigentlich hier nicht erreichen. Ah, zum Glück hinterlässt er nicht noch Feuer oder irgendwie sowas. Und die Level unendlich nerviger machen. So, oh, ich bin in Reichweite von denen. Ich habe gar nicht gesehen. Ich bin fast töten. Okay.